Okay, Tag 4. Jetzt trinke ich gerade meinen Kaffee, also die einzige Droge, die ich so darf. Und bin ich auch sehr froh, dass ich das darf. Ja, gestern Abend war hart, da war ich ja mexikanisch essen. Vloggen war nicht gerade so gut. Das sind Leute, die nicht so gerne vor der Kamera sind, die Freunde von mir. Aber ich habe wirklich nichts gegessen. Also ich blieb hart. Es gab Burger. Es gab auch einen ganz guten Salat. Und es gab so ein Steak, was ich mir da noch nie bestellt habe. Ich glaube, ich muss das auch mal machen, wenn ich wieder essen darf nochmal. Weil das war nämlich so ein Steak, die braten, glaube ich, mit Fett. Und man darf das ja nur ohne Fett angebraten. Und da traue ich dem Restaurant nicht ganz über den Weg, wenn die sagen, ja, ist ohne Fett. Ja, jetzt geht's auf die Arbeit und da darf ich ja auch in der Kantine nichts essen. Ich würde mir wahrscheinlich so eine Streberbox machen, die ich dann mitnehme einfach. Und dann wird sich zeigen, ne? Wie der Tag so wird. Langsam gewöhnt man sich ja dran. Ja, das ist jetzt mein Salat. Ich finde, das ist diesmal auch gar nicht so schlimm, obwohl ich Fischstäbchen auch gerne mag. Musst du Schlag Mayo dabei? Oder was? Nee, schon gut. Das ist halt so ein zitronenbasiertes Balsamico ohne Zucker. Moralisch unverwertlich. Das ist das Hühnchen, Hühnchen, ne? Hühnchen mit Chili gewürzt. Sieht doch gut aus. Ja, ist auch. Für mich wird das ja nichts. Nee. Machst jetzt so Entschlacken wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so eine Stabfleischsuppe, ne? Sehr naturbelassen. Mhm. Ist nicht so wie Strunz. Das ist mehr. Ja, musst du mehr. Darfst du nicht. Also, was kriegt man davon keinen. Kriegt man davon keinen Sodbrennen, oder? Nee. Das habe ich komischerweise überhaupt nicht. Ne? Also ich habe gar keinerlei Beschwerden, außer am Anfang, die ersten 3 Tage, Kopfschmerzen und trockene Augen. Aber hey, das ist jetzt schon fast vorbei. Aber ich würde an der Stelle mal ein Stückchen Cola trinken und Füße. Nein, darf ich nicht. Darfst du nicht? Ja gut, dann. Ne? Guten ja. Hunger, ne? Ja, mach's gut. Was sehen wir denn da? Wer trinkt denn da Bier? Du trinkst Bier. Das steht aber gefährlich nah bei dir. Ja. Und nimm es bitte wieder weg. Lars, hast du Bier getrunken? Nein. Du weißt, dass du das nicht darfst? Klar weiß ich das. Betrügst du denn? Nein. Und dazu Wodka oder was? Na sicher. Irgendwie muss man ja klarkommen. Ich habe gehört, das hat keine Kalorien. Richtig. Und ich habe gehört, du hast eine neue Freundin. Ja, aber... Die ist ein bisschen älter als du, oder? Ja, aber ein bisschen. Die ist 35. Voll geil. Voll der süße Text. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Text. Will die was sagen oder nicht so? Ich finde es voll gut, dass der Lars diese Stoffwechselkur macht. Dann wird er endlich wieder dünn. Er ist ja so fett. Bah. Ich grill gerade mein argentinisches Rinderfiletsteak und es riecht einfach unglaublich geil.